Ich werde oft gefragt, warum ich mich für solche Hunderassen entschieden habe. Provokant könnte ich auch einfach sagen, weil ich es kann. Es gibt keinerlei wissenschaftliche, genetische Beweise dafür, dass ein Hund einer Rasse ein besonderes Aggressionspotenzial mitbringt. Der Hund hat ab dem 6. Monat Leinen- und Maulkorbzwang. Ab dem 6. Monat, das ist schon ganz schön heftig. Wie ist meine persönliche Meinung zur Rasseliste? Ich persönlich denke, dass es komplett am eigentlichen Bedarf vorbeigeht. Durchaus kann es manchmal sinnvoll sein, einen Hund auch abzugeben. Mein Name ist Kati, das sind meine zwei Hunde, Helmut und Schmidt. Herzlich willkommen bei Bull & Bully Episode 3. Oder wirklich körperliche Strafe. Das verzeihen diese Hunde nicht. Der Listenhund ist, wenn etwas passiert, per se schuld. Mein Name ist Kati, ich bin IHK-zertifizierte Hundetrainerin. Ich erzähle euch heute etwas über Rasselisten, Listenhunde, Dinge, die ihr beachten solltet, was bringen diese Hunde tatsächlich mit sich und stelle euch nebenbei meine Hunde, Helmut, mein American Staffordshire und Schmidt, mein Boxer Manteldoggenmischling vor. Ich werde oft gefragt, warum ich mich gerade für solche Rassen entschieden habe. Das ist natürlich der Charakter, die Fellpflege, die quasi nicht vorhanden ist. Provokant könnte ich aber auch einfach sagen, weil ich es kann. Denn du musst eine ganze Menge Auflagen erfüllen, um überhaupt einen solchen Hund halten zu dürfen. Ja, was ist die Rasseliste? Die Rasseliste ist je nach Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Berlin sind 4 Rassen aktuell noch auf der Liste und du musst verschiedenste Auflagen je nach Bundesland erfüllen. Ja, welche Auflagen gibt es zumindest für Berlin genau? Zum einen musst du ein einwandfreies Führungszeugnis haben. Ansonsten wird dir ein solcher Hund nicht zugeteilt. Dein Vermieter muss einverstanden sein, dass du einen sogenannten Listenhund hältst oder es ist dein Eigentum. In Brandenburg darfst du gar keinen halten. Dort ist komplettes Haltungsverbot. Dann musst du einen Sachkundenachweis erfüllen. Diesen musst du erbringen spätestens 8 Wochen, nachdem du den Hund gekauft hast. Du solltest ihn nur von einem seriösen Züchter oder vom Tierschutz haben. Von Privatpersonen vermittelt ist die Haltung auch nicht erlaubt. Der Hund hat ab dem 6. Monat Leinen- und Maulkorbzwang. Ab dem 6. Monat, das ist schon ganz schön heftig. Und ab dem 15. Monat kannst du den Wesenstest mit ihm bestehen. Auch dann muss er dauerhaft einen Maulkorb tragen, aber du darfst ihn von der Leine lassen. Das sind nur die kleinen Schwierigkeiten mit einem Listenhund. Wie ist meine persönliche Meinung zur Rasseliste? Ich persönlich denke, dass es komplett am eigentlichen Bedarf vorbeigeht. Denn wenn ich einen Hund illegal halten will, dann kann ich das in einer Millionenstadt wie Berlin natürlich sicherlich in irgendeiner Form erwirken. Und es gibt keinerlei wissenschaftliche, genetische Beweise dafür, dass ein Hund einer Rasse ein besonderes Aggressionspotenzial mitbringt. Auch die Beißstatistiken, die es gibt, sprechen komplett gegen die Rasseliste. Tierschutzrelevant finde ich, einen Hund mit 6 Monaten nicht mehr von der Leine lassen zu dürfen, um ihm einen ganz normalen Kontakt mit Artgenossen und Menschen zu ermöglichen. Das finde ich tatsächlich tierschutzrelevant und deshalb halte ich überhaupt nichts von der Rasseliste. Was sollte man beachten, bevor man sich einen Listenhund zulegt? Zum einen sollte man sich natürlich fragen, habe ich tatsächlich die Zeit, ein Energiebündel, der beschäftigt werden will, die Kopfarbeit brauchen, auszulasten, vernünftig auszubilden. Ja? Weil man muss sich immer klar machen, der Listenhund ist, wenn etwas passiert, per se schuld, unabhängig der Situation. Und bereits anspringen gilt als Beißvorfall. Was sind meine Erfahrungen mit Listenhunden als Hundetrainer? Ich kann eigentlich nur Positives berichten. Was diese Hunde aber nicht vertragen, ist eine harte Hand oder wirklich körperliche Strafe. Das verzeihen diese Hunde nicht. Sie sind sehr nachtragend, gleichzeitig sehr sensibel und man muss ganz, ganz viel Ruhe belohnen bei diesen Energiebündeln, wenn man einen zuverlässigen Begleiter haben möchte. Gibt es grundsätzlich Unterschiede zu anderen Hunderassen? Ja, selbstverständlich, deshalb haben wir Rassen. Aber diese Unterschiede sind längst nicht so, wie in den Medien immer gefeiert. Es
Es gibt keine genetischen Grundlagen auf wissenschaftlicher Basis für Aggression. Ja, sie sind Energiebündel, sie sind kreativ, sie sind sehr menschenbezogen und durch diese Menschenbezogenheit sind sie einfach leicht auszunutzen. Das ist ihr größtes Manko. Eines der häufigsten Probleme, das auftritt, ist die sogenannte Erregungskontrolle. Viele finden es lustig, ihren Welpen richtig aufzudrehen und richtig Spaß zu haben mit ihm im menschlichen Sinne. Für den Hund wird aber vergessen, dass wir ihm auch ein Zeichen für Pause beibringen müssen. Für fahr dich runter, sei entspannt. Das ist eins der größten Probleme. Das Problem mit einer mangelnden Erregungskontrolle kann man eigentlich ganz einfach vermeiden. Das Einzige, was man tun muss, ist konsequent Ruhe belohnen, damit man entspannte Begleiter hat. Ja, wie reagieren die Leute auf mich und meine Hunde? Eigentlich so, wie es wahrscheinlich jeder erwartet. Man wechselt die Straßenseite, gerade wenn der Hund mit Maulkorb gesichert ist, was völlig unverständlich ist, weil dieser Hund kann nichts mehr tun. Seine Gefährlichkeit ist widerlegt. Es gibt überhaupt keinen Grund. Aber mit Freundlichkeit und netten Worten findet man immer noch den einen oder anderen, der sich überzeugen lässt. Ja, ihr wollt sicherlich auch eine negative und eine positive Story aus meiner Zeit als Hundetrainerin hören. Negativ ist natürlich immer, wenn ein Hund abgegeben werden muss. Aber für den Hund kann das ab und zu das Beste bedeuten. Wenn er in ländlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dann später in die Stadt kommt, hier nicht mehr zurechtkommt mit den Eindrücken, dann gehört er zurück aufs Land. Für den Hund das Beste. Positiv ist natürlich, wenn man zum Beispiel einen Hund mit einem vierfachen Beißvorfall gegen Menschen hat, ja, und mit einem konsequenten, aber liebevollen Training über einige Zeit erwirken kann, dass der Hund unauffällig bleibt und ein Alternativverhalten erlernt hat. So, ich hoffe, ihr habt euch jetzt eine Meinung darüber gebildet, was es bedeutet, einen Listenhund zu halten. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr merkt, es geben sich erste Probleme mit eurem Hund, dann zögert bitte nicht, bleibt ruhig, geht nicht gewalttätig auf den Hund ein, sondern sucht euch kompetente Hilfe, gerne mit IHK-Zertifikat. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen mehr Lust auf Training mit Listenhunden gemacht. Und wenn ihr Fragen habt oder Kontakt zu mir haben möchtet, www.stadthundetraining.de. Ich freue mich auf euch.